Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Hört den Predigtext, der uns für diesen letzten Sonntag nach Epiphanias gegeben ist, aus dem zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel. Der Apostel schreibt: Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es hat mich sehr beeindruckt. In einer Fernsehreportage wurden Bergsteiger gezeigt. Solche richtigen Bergsteiger, die so in richtige große Höhen steigen, dort, wo die Luft sehr dünn und sehr anstrengend wird. Und dort oben, dort braucht man eben eine zusätzliche Zufuhr von Sauerstoff, damit der Körper noch so richtig funktionieren kann. Ansonsten droht Höhenkrankheit. Höhenkrankheit, messbar ist das, so habe ich gelesen, durch erhöhten Puls, durch Kurzatmigkeit und allerlei anderen Symptome. Also der Bergsteiger sollte, damit er gesund bleibt und gut dort oben ankommt und auch wieder runter, er sollte eine Atemmaske und eine Sauerstoffflasche haben, um dort hinaufzusteigen. Das Beeindruckende in jener Fernsehsendung, das war das Experiment, dass einige Bergsteiger, ohne es zu wissen, dass einige Bergsteiger gar keinen Sauerstoff mit hatten. Die hatten wohl ihre Atemmaske und ihre Sauerstoffflasche bei sich, aber das Ganze nur als Attrappe. Und als sie oben ankamen, ging es ihnen genauso wie denen, die mit Sauerstoff hinaufgestiegen waren. Allein der Gedanke, Sauerstoff zu haben, der Gedanke, Sauerstoff mitzuhaben in ihrer Maske, in ihrer Flasche, allein der Gedanke ließ ihren Körper so reagieren, als hätten sie tatsächlich Sauerstoff mitbekommen. Allein die Einbildung machte es, dass sie keine Höhenkrankheit bekamen. Placebo-Effekt nennt man das, wenn die Einbildung das Leben steuert. Das funktioniert bei manchen tatsächlich und ist immer wieder nachgewiesen worden, auch bei Schmerzen und bei allen möglichen Beschwerden, dass das so ganz gut funktioniert, bei manchen ja, bei manchen nein. Ich weiß nicht, ob es bei mir funktionieren würde, aber auf jeden Fall wäre es mir unangenehm. Es wäre mir sehr unangenehm, wenn eine Therapie nur auf diesem Placebo-Effekt beruhen würde, nur auf der Einbildung, eine Therapie aufzubauen. Gesund werden nur durch innere Vorstellung, das wäre mir in der Krankheit doch zu unsicher.
Mag sein, dass man mit einer inneren Einstellung auch viel erreichen kann, aber die Grundlage muss doch etwas Handfestes sein. Ihr bildet euch das alles doch bloß ein. Dieser Gedanke wird uns Christen immer wieder einmal entgegengeschleudert. Ihr bildet euch das alles doch bloß ein. Und manch einer meint dann im Nachsatz noch herablassend, na gut, wenn es euch hilft. Liebe Gemeinde, es ist die Grundfrage nach unserem Glauben. Einbildung oder Realität? Das ist die Grundfrage unseres Glaubens. Einbildung oder Realität? Placebo oder tatsächlicher Wirkstoff? Kopfkino oder Tatsache? Und daran hängt alles. So manche Menschen berichten immer wieder einmal von verschiedenen Heilungsgeschichten, aber entscheidend ist doch, sind sie wirklich gesund? Sind sie wirklich gesund? Was ist das Ziel? Was ist am Ende bei all dem herausgekommen? Entscheidend ist doch die Frage immer wieder, hält die Therapie, was sie verspricht? Kommt es am Ende tatsächlich zu dem guten und erwünschten Ziel, zu dem, was eigentlich bei dem Ganzen herauskommen soll? Das ist doch die Hauptsache. Ist die Grundlage der Behandlung so vertrauenswürdig, dass ich damit ganz sicher das Ziel auch wirklich erreichen kann? Und darum geht es in unserem heutigen Text. Der Apostel schreibt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Es geht um das Wahrheitsgemäße der Kernsubstanz unseres Glaubens. Es geht darum, dass unser Glaube Realität ist und nicht Einbildung. Dass unser Glaube Tatsache ist und nicht Placebo. Und was unser Text hier aufführt, das sind die Augenzeugen, die Aussagen der Augenzeugen, das Zeugnis der Apostel, die es erlebt haben, durch all die Jesus gesehen haben, die mit ihm gelebt haben, die sein Wirken erfahren haben. Unser Text heute bezieht sich auf die Geschichte der Verklärung und wie viele Zeugen des Auferstandenen hat es gegeben, wie viele sind Zeugen der Auferstehung Jesu Christi geworden. Durch all das hat unser Glaube eine ganz greifbare Kernsubstanz, das, was in der Bibel uns berichtet wird. Wir haben gesehen, wir haben gehört, all das sagt unser Text und darauf bezieht sich unser Glaube. Und kein anderer Glaube kann das vorweisen. Kein anderer Glaube kann vorweisen, dass Gott selbst Mensch geworden ist, dass Gott selbst sich herabgelassen hat in dieser Art und Weise und in einem Menschen diese Welt betreten hat. Dass Gott in seinem Sohn als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sagt Gott. Und kein anderer Glaube kann Gottes Willen so menschlich greifbar und so menschlich erlebbar machen, so ausdrücken, so wie es Jesus als Mensch und Gottes Sohn uns immer wieder gesagt hat. Und kein anderes geschichtliches Ereignis dieser Welt, kein anderes geschichtliches Ereignis ist so zukunftsträchtig wie die Auferstehung Jesu. Wie die Überwindung des Todes durch einen Menschen, der Gottes Sohn ist. Und nichts anderes auf dieser Welt gibt unserem Glauben mehr Hoffnung als das leere Grab. Jenes Felsengrab, in das Jesus gelegt wurde, dessen Stein dann zu Ostern weggewälzt war. Und das
an einem ganz realen Ort, zu einer ganz realen Zeit. Zu nichts anderem passen die alttestamentlichen Verheißungen so wie in der Bündelung auf Jesus Christus. Freilich, das kann jeder trotzdem sagen. Trotzdem kann natürlich jeder sagen, nein, das glaube ich nicht. Nein, ich glaube den Verheißungen nicht, ich glaube den Augenzeugen nicht, ich glaube der Bibel nicht. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Das gibt es immer wieder. Immer wieder gibt es Menschen, die die Tatsachen einfach nicht glauben, die die Tatsachen einfach nicht wahrhaben wollen und dann mit dem Kopf schütteln. Es gibt immer wieder Menschen, die mit den Tatsachen einfach nichts anfangen können. Menschen, die nicht glauben, dass zum Beispiel Corona ansteckend ist und tödlich sein kann, die dann demonstrierend auf die Straße gehen, die meinen, das Ganze wären alles nur Verschwörungstheorien. Es gibt immer wieder Menschen, die den Tatsachen nicht glauben. Man muss nur in viele zerstrittene Familien hineinsehen. Da glaubt einer dem anderen nicht. Ja, und wie oft, denken wir einmal an uns selbst, wie oft passiert es mir immer wieder, dass ich nachsehe, gucken, ob ich denn wirklich die Tür dazu geschlossen habe. Und dann geht man noch einmal und noch einmal und denkt immer, na, habe ich sie denn wirklich zugeschlossen? Wenn wir beginnen, die tatsächlich geschehenen Dinge in Zweifel zu ziehen, egal nun, ob ich sie erlebt habe oder ob andere sie erlebt haben, egal ob die Dinge eben jetzt erst geschehen sind oder ob sie schon lange her sind, wenn wir beginnen, die tatsächlich geschehenen Dinge in Zweifel zu ziehen, egal ob es anderen geschehen ist oder mir selbst, oder ob ich die kenne oder nicht. Wenn wir beginnen, die tatsächlich geschehenen Dinge in Zweifel zu ziehen, wo sollten wir da anfangen und wo sollten wir da aufhören? Sollte sich Gott selbst in seiner Existenz vor der unersättlichen Fülle unseres Unglaubens und unseres Zweifels, sollte sich Gott davor beugen? Sollte sich Gott beugen vor dem, wo wir immer wieder alles in Frage und in Zweifel stellen? Wie sollte es Gott tun und wie oft sollte es Gott tun, es wirklich uns vor Augen zu stellen, den Glauben? Und wie lange sollte es Gott tun? Was sollte Gottes Liebe, die sich für uns in den Tod gegeben hat, was sollte Gottes Liebe denn noch mehr für uns tun? Und wie sollte sich Gott uns denn besser offenbaren als durch einen Menschen, der zu uns kommt, als durch den Mensch Jesus Christus? Sollte Gott sich häufiger zeigen, vielleicht mehrmals in den Jahrhunderten oder sogar jährlich oder monatlich oder täglich? Wie oft sollte sich Gott uns zeigen oder sollte er sich vielleicht nicht nur in Israel zeigen, sondern auch in anderen Teilen der Welt, bei den Supermächten oder in Deutschland natürlich auch? Oder damit vielleicht die Dänen oder Japaner eben auch glauben, sollte er sich auch in Dänemark und in Japan oder in anderen Teilen der Welt zeigen? Oder sollte Gott sich so in unser Gehirn einbrennen, dass wir nur noch als Marionetten mit Gehirnwäsche herumlaufen? Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Das ist der Aufruf des Apostels an uns. Das ist der Aufruf an uns, glaubt doch denen, die es selbst erlebt haben. Wisst doch, dass unser Glaube nicht Menschengedanken sind, dass unser Glaube nicht Einbildung ist, nicht Placebo. Wisst doch, dass Gottes Wirken damals zur biblischen Zeit genauso wie heute in unserer Gegenwart Realität ist.
und dass Gottes Wirken auch in Zukunft Realität sein wird. Wisst doch, dass unsere Hoffnung auf das ewige Leben durch einen Grund gelegt ist, der wie nichts anderes unser Leben verändert hat. Wisst doch, dass ihr, die ihr gestern, vorgestern oder wie vielen Jahren auch immer auf diese Welt gekommen seid, wisst doch, dass ihr genauso Teil dieser Welt seid, wie Jesus es einmal mit Fleisch und Blut war. Und weil er für euch den Tod überwunden hat und auferstanden ist, dass er auch euch, wenn ihr euch zu ihm haltet, einmal den Weg führen will, den er selbst in dieser Welt und in den Himmel gegangen ist. Wisst doch, dass Jesus den Weg aus dieser Welt zum ewigen Leben eröffnet hat. Wisst, dass der Himmel Realität ist. Realität auch für dich. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.